Ah, verdammt. Glück gehabt. Hat den Schwan nicht gewählt gerade. Weil da keine Zahl, wo ich hier gedrückt habe. Tatsächlich habe den Schwan gewählt versehentlich. So, aber jetzt noch ein bisschen Heilung verteilen. Oder angreifen. Mit ihm geht es nicht anders gerade. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Eigentlich Wasser. Ich sollte Wasser wieder aussehen bei ihm. Das ist aber zu selten sinnvoll bei so viel Feuerattack, nicht hab. Jetzt aber Heilung hier. 2, 4, 6. 8 meine ich, 6. 6 ist da drüben. 1, 1, 1, 1. Nicht tot. Also noch 2 Angriffe von ihm, toll. Das war der eine. Das ist der andere. Schaden ist okay. Das könnte ich sogar noch gegenheilen hier. So, einmal für dich Heilung. Ich muss eigentlich jetzt auch Lüd nochmal heilen. Aber wenn es kaum eine Heilung ist, das bringt es ja nicht. Das ist gerade so geil, was ich gerade an Schaden genommen habe. Ach, verdammt! So langsam, scheiße! Das können wir nicht mal damit heilen. Kackdreck, Mist, Fick, Fuck, 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 Fiddly, Shit. Diese Engel sind super ätzende Nervgegner. Super ätzende Nervgegner. Echt. Die mag ich nicht. Machen wenig Einzelschaden, aber sie greifen so oft an, das ist einfach... Oh, ja, ist klar. Ja! Haut noch mehr davon raus, ist völlig okay. Ich mag Engelgegner total gerne, wisst ihr? Ich hab gerade erst noch gesagt. Komm, zumindest einen in der ersten Runde töten, das wäre schon wichtig. 7. 7. 8. Alter, nein! Das ist Sabine, alles hängt an dir. Das ist nicht gut, denn du hast es nicht drauf. Ich habe auch mit Karten gespielt hier. Hat gereicht. Okay, gut. Gott. Nein. Nein, bin schon. Es hätte schlimmer kommen können. Aber es war ein schwerer Angriff. Toll. Aber auch davon gibt's. Einschlafen. Ist okay. Oh Mann. Ist halt nichts zum Heilen hier. Jetzt habe ich was zum Heilen. Toll. Ich muss dringend jemanden heilen. Ja! Das haben wir geheilt. Gott. Hast du ungefähr Schaden halt genommen, hat er so. Hab nicht wirklich was gewonnen dadurch. Genau, weg kann das auch. Sehr schön. Ah. Den Schaden vertrage ich. Lebt noch bitte? Ja, gut. Ah, verdammt, rüber. Oh, das war knapp. Vergessen auch rüber zu fahren, wenn ich schon mal mich heilen will. Ich habe was viel ausgewählt gerade, aber ey, haben es geschafft. So. Jetzt nochmal. Nein, nicht. Nein! Kacke. Rückwirkend hätte ich doch heilen sollen jetzt. Ich wollte angreifen, ich konnte nicht entscheiden. Ach, zu wenig Zeit zum Entscheiden. Das ist halt der Schwierigkeitsgrad im Spiel, ne? Ist aber klar, ich spiele so schneller, als es sein müsste, aber. Blöde Vogeltauben, Menschen, Viecher. Eieieiei. Hey! Ibari freut sich. Ich aber nicht. Noch mehr? Ach, kommt schon, verpisst euch. Nixenzorn. Ich hoffe, der nächste Boss braucht Wasser als Gegenattacke. 210er Schaden. Völlig in Ordnung. Mehr als der hier. Wenn er Gift macht, aber ist egal. Ah. Ja. So. Hat noch ein Schild bekommen. Da. Ach, wieder nur für ihn? Ah ja, gut. Aber ich nehme hier den Ding jetzt raus, weil der ist kacke. Dafür den rein. Bringt ja doch nichts, das zu haben. Wie schnell der Boss auf mich wartet? Nein. Oder nicht? Na? Ah ja, klar. Wieder bloß ein Magie-Ding.
und Boss. Also müssen hier wirklich ganz, ganz. Hier war nur wirklich ein Feld zwischen Boss und naja, nicht Boss. Ah, ja, wieder vergessen, meinen Geschwindigkeit anzupassen. Scheiße. Ich komme da auch nicht mehr drauf. Hallo, nimm doch mal. Nein! Was macht ihr denn da? Es gab gerade ein kurzes Lag im Spiel. Du kannst FPS-Stottern. Da bin ich voll abgerutscht. Scheiße. Das passiert mir auch ohne schon genug, Leute. Oh, 7. Sehr schön. Ah, nicht mal so schön. Ah, ich habe die Probleme schon ohne Lags. Jetzt war mein Lag auch noch schuld daran. Super geil. Da kommt Freude auf. Ja! Einser kommen. Oh! Das sah aber nett aus. Ob der Schaden nicht so geil war. Wenigstens ist der Wasser neutral. Auf welchen Kopf aber das mehr Schaden gibt. Da auch nicht anzugreifen. Aber zweimal Verteidigung erhöht. Das ist auch nicht verkehrt, denke ich. Wobei ich immer nicht merke, dass Verteidigung hier wirklich was. Ah, mein Leben. Wirklich was ausmacht, wenn die erhöht. Trotzdem ist viel Schaden vorher. Auch der Angriff im Spiel, wenn ich das erhöhe im Kampf, auch da merke ich nicht wirklich was von. Das ist immer ganz ulkig. Ich mach's immer, weil ich denke, es muss ja was bewirken. Aber irgendwie weiß ich nicht. Na? Dunkelheitsschaden, da ist er anfällig. Ja, super. Das ist mein Mann. Dunkelheit, damit ich kann. Wasser und Sabina aber nicht so gut. Dunkelheit! Gib ihm! Stay with me! Geil, alles abgewehrt. Oh! Lü, du hast auch Dunkelheit-Sache. Sonst hat er mal Dunkelheit, jetzt hat er nichts gerade. Willst du mich rollen? 4. 4. 3. Oh! Normales Kampftempo. Ich schreib's auf die Fahne: normales Kampftempo. Ich bräuchte einfach mal ein normales Kampftempo. Das ist für die Bosse, glaube ich, wirklich wichtig, das auf normal zu stellen. Ich komme sonst hier nicht hinterher. Das ist einfach zu krass. Der Verlust an Zeit. Gott, Kombo ist jetzt auch egal bei ihm. Ah, geilo. Immerhin. 88666 ist okay. 666. Ah, trotzdem nicht so gebracht. Das gibt's doch gar nicht. Heilung auf Ludo. Und bist du Angriff oben drauf, ne? Ist klar. Ja, der macht ja Dunkelheitsschaden, theoretisch. Extrem theoretisch. Es gibt, ja. Oder mal Zeit, dass du mich angreifst. Flaune. Voll ist, ich habe gerade nur normale Waffen gesehen bei ihm. Keine Dunkelheitswaffen. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Alles zumindest angenehm, bei Kratos jetzt nicht mehr auf Kombos achten zu müssen. Das ist wirklich gar nicht so schlecht. Ich krieg's ja sowieso nicht gebacken. Nicht bei der Geschwindigkeit, die ich habe. Hier. Ich passe auf Prinzip schon nicht, irgendwie. Ne, ich hab doch Dunkelheit ge... Manno! Ey! Alter! Hab ich zu nerven, du Typ. Das wäre ärgerlich, mal wieder. Er heilt sich schon, das heißt, er ist, glaube ich, schon ziemlich angeschlagen. Bisher haben die es immer geil, wenn sie kurz vorm Tod waren. Könnte Gutes für uns bedeuten. Komm, Lüt, schlag zu. All deiner Wucht. Das bisschen, was du hast an Wucht. Ach, die andere nehmen sollte, war höher gelistet. Oh Mann, ey. Egal, ihr Boss, mir trotzdem Tod, gar kein Problem, aber. Hätte anders laufen können müssen. Oh man, 3-3-3. Und einmal Heilung brauchst du gerade dringend, habe ich gerade gesehen. Auch wenn mehr als 1004 nötig gewesen wären eigentlich. Aber hey. Das heißt nichts, das ist trotzdem. Ahaha. Feuer. Schattenangriffe bitte. Vier Schattenangriffe. Ja. Noch geschafft, die Kombo zu finishen hier. Yeah. Aber er zappelt immer noch nicht. Ich dachte, er wäre schon weiter mit dem Sterben. Angriff. Ah. Ja! Geschafft. Auch hier nicht auf Komrad, also nur auf die Karten geachtet, aber... Oh! Er war wohl doch schon angeschlagen.
Lüd! Das war Lüds Rache dafür, dass er eben gerade selbst gestorben ist. Finde ich schick. Finde ich richtig gut. So, wie ist Scheller? Natürlich Scheller. Das sollte der Kopfgott gewesen gerade. Gut zu wissen. Co. Kein Witz. Stand für Kopf. Ne? Wenn ich dabei war, die Bosse haben die Anfangsbuchstaben der Körperteile, die ersten beiden. Guck mal hier. Siehst du einer, guck. Das habe ich bestimmt im ersten Gang übersehen, oder? Ich glaube, ich laufe da nochmal zurück. Es gab hier einen, es gab davor auch einen. Nee, weißt du was, ganz ehrlich. Da bin ich jetzt mal cheaterisch unterwegs. Da habe ich keinen Bock drauf. Die Engel sind super ätzend. Zack. Hihi. Abgeschummelt. Ja, raus hier. Kalas, jetzt hat er 10 Level. Gott. Starker Kalas heißt, starkes Spiel heißt, leichter Sieg. Laut hier. Ganz schön leise hier. So, 1, 2, 2, 3. Gut zu merken. 1, 2, 2, 3. Ist okay für mich. Verteidigung ist jetzt nicht so hoch. Wo es ja eigentlich ein wichtiger Wert inzwischen ist, aber. Aber ganz ehrlich, wenn ich im Kampf meine Verteidigung erhöhe um 60 und nochmal 60 oder mein Angriff um 30, ist es doch prozentual ein ziemlich hoher Wert. Aber dafür merkt man echt wenig im Kampf selbst, muss ich sagen. Wirklich wenig. Egal. Kalas, jetzt ist er hier Level 72, der höchste von allen. Jetzt macht er alle kalt. Angriffspower. Hallo? Hallo? Danke. Wir speichern trotzdem nochmal. Jetzt sterben sollte, muss ich einen normalen Level-Anstieg machen, der war eigentlich gut genug gewesen. Erstaunlicherweise klappen die beim Streamen halbwegs gut, die Level-Anstiege. Ich muss oftmals offscreen viel länger neu starten, damit die einigermaßen gut sind. Ich wollte gar nicht kämpfen, Mist. Immerhin etwas, würde ich sagen. Sterbt. Das reicht nicht, weil Kalas gerade verkackt hat mit der Angriff. Attacke. Nee, der lebt noch. Müsste er fast tot sein, oder? Jetzt ist er ganz tot. Egal, lass sein. Ja, komm doch. Au! Der greift doch öfter an als gedacht. Ich werde doch was machen sollen noch. Lüd heilen. Schwer wittig geworden gerade. Zumindest so ein bisschen was heilen. Zack, zack, zack. Holla. Oh ja, nochmal. Jetzt müsst ihr den Gegner möglichst schnell töten oder möglichst wenig Schaden dabei einstecken. Au. Möglichst schnell töten ging sehr gut. Möglichst wenig Schaden ging nicht so gut. Das hat sich Luft gejagt, der Typ. Okay. Ah. Was zum Wiederbeleben, immerhin. Was zum Heilen ist es aber nicht. Guck mal, liest du. Alter. Die fallen da alle runter wie Fallobst. Das geht doch so nicht. Das ist völlig in Ordnung. Vierer und Einser. Und tot ist das Ding. Eiskalt am Arsch, du Händchen, du. Zack. 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 Ähnliche Schaden wie Kalas gerade, aber bestimmt nicht annähernd der Schaden, weil. Aus Gründen. Fast ein Drittel des Schadens bloß. Eieiei. Sabina muss geheilt werden. Ich rechne mal damit, dass. Oh. Ich werde Kalas mal zum Heilen von Sabina gleich nutzen. Die hat ja offenbar ganz viele Sachen zum Heilen. Das ist sehr schön, das passt mir in den Kram. Oh, vor allem. Nein! Nein! Oh, wieso? Es hat schwer gehackt, Alter. Ich hätte auf eine 1er Reihe runter machen können. Es hätte super viele HP geheilt. Ach, kacke. Ach, komm schon. Hat das Spiel weg. Wieso die 1er? Ich hab nach oben gedrückt. Die hat nach unten genommen. Was zum Teufel? Das ist manchmal spinnt das Spiel. Ich weiß nicht, ob das Spiel ist oder ob es. In diesem Fall wieder der Controller war. Der merkwürdig ist bei mir gelegen.
Ich nehme es trotzdem, auch wenn ich es nicht brauche, weil es hell ist, aber es ist ein neues Schwert, das ich noch nicht hatte. Also, viel Sammlung. Meine Fresse. Ärgerlich irgendwie. Da war ich noch nicht. Okay. Ich glaube, ich hätte von links nach rechts gehen müssen. Uhrzeigersinn quasi. Habe ich nicht gemacht. Naja, was soll's. Ja, das habe ich immer beim ersten Gang gemacht, glaube ich. Glühbirnchen, toll. Das tut ja noch gar nicht. Das ist schon Ewigkeit nicht mehr, diese Vox-Dinger. Was zum Teufel. Wobei, nur mal Spaß an der Freude. Wie viel Bonus gibt das Ding denn? 10%. Für Level 6 10% Schadensbonus obendrauf bloß. Das ist bestimmt weniger, als ich hier mit dem 200er Schaden machen würde. Klar, die Combo und so ist auch noch wichtig, aber trotzdem, das ist ja Krise. Wir haben mindestens 20% jetzt gehofft eigentlich. Ach, Spiel vergessen. Geht's noch? Ja! Danke, Kurin. Ja, ich hab's noch gemerkt, aber fast zu spät. Das war ganz knapp. Im Kampf kann man es nicht mehr umstellen. Deswegen sind wir kurz davor gerade noch. Ich bin sehr froh. 4. Oh, super langsam. Super langsam. Das ist normales Kampftempo. Krass. Kommt mir nicht halb so schnell vor, es kommt mir ein Viertel so schnell vor. Aber ja, hier habe ich Zeit auszusuchen. Hier habe ich Zeit. Das läuft ja super. So ist es gar kein Problem, das auszusuchen. Da kann ich locker noch einen Gang nach oben gehen, Alter. Nur mit dieser habe ich dann. Ich habe 8-8 genommen, ne? Ich hoffe doch. Ja. Nee, doch, ja. Ach, das ist super. Hier bei Sabina, kein Problem, zack. Selbst sie braucht dabei, das auszuwählen. Ach, ich hab. Ja, nur 5er bei ihr. Ich weiß, ich hab 6 bei ihr. Geht da gar nicht. Schade. Wasser. 100% Schaden, jawohl. Wie einfach das Ausweichen auf einmal ist. Das ist ja. Ein Träumchen. Das Kampftempo gefällt mir gegen Bosse. Also auf jeden Fall gegen den letzten Boss mache ich das auch so. Au, das brenne ich auch noch. Das ist echt, da kann man ja super reagieren. Da kann ich auch locker noch meinen Dings da oben nochmal nehmen. Meine Level und so weiter, der Rang-Sache. Ihr wisst, was ich meine. So, ich habe eine 1 irgendwo, bitte. Kacke. Geil, Foto. Man muss trotzdem die richtigen Zahlen haben. Auch mit langsamem Kampftempo. Keine Combo ohne Zahlen, natürlich. Aber hey. Heilung. Ich hab nichts zum Feuer heilen. Ach, Manu. Aber lieber erhöhe ich Kalas Angriff, als selbst anzugreifen mit wenigen Items gerade. Ach, was. Ich kann 300% Tempo nehmen hier im Spiel, Lukaci. Aber 200 sind schon zu viel. Weil der Problem ist ja, wenn du nicht... Hast du ja mitbekommen, ne? Wenn du halt die Ränge der Charaktere auflevelst, damit sie mehr Karten tragen können und mehr Kombos machen können und so weiter, hast du ja jedes Mal ein paar Sekunden weniger Zeit zum Reagieren in einer Runde, bevor du... abgebrochen wird. Und das geht halt einfach bei gewissen Prozentzahlen der Erhöhung der Schwierigkeit nicht mehr. Das ist einfach... Kriegst du nicht hin. Ich schaffe ja normalerweise nicht mal hier den ersten Angriff abzuwehren. Hier, jetzt konsequent bekomme ich hier es tatsächlich hin. Ersten Angriff auszuweichen. Ausrede am Arsch. Spielst du auch selber, dann weißt du genau Bescheid. Kapschino. Autsch. Toll. Hier. Ach, nein. Wenn man trotzdem die falsche Karte nimmt, ist immer Mist. Scheiße. Verdammte Kackdreck. Kacke. Das war natürlich nicht geplant. Ich lebe doch. Ich war nicht tot. Mein Leben haben sich gerade regeneriert. Was soll denn das? Ich war nicht tot. War ich auch nicht. Ich habe nur verklickt. Scheiße. Ist ja dran. Angreifen? Ja, super. Freue ich mich. Gut gemacht, Sabina. Mit einer Karte mehr wäre es besser gewesen, ne? Hab dich aber nicht. Trotzdem ist es insgesamt sehr angenehm abzuwehren. In diesem Tempo. Au. Trotzdem müsste ich langsam mal Lüt heilen. Das wollte ich ja eben schon machen.
Weg mit der Kamera, komm. Brauche ich ja eh nicht. Das andere weg. Ich brauche noch ein Item mehr zum Angreifen, hoffentlich. So, 1000 Leben generiert. Ist okay. Savina. Ah. Heilen auch mal bitte. Foto machen, weil. Das Karte weg. Ich habe ein Foto von Boss, ich brauche nur eins. Und nochmal Lüt heilen, weil mehr geht gerade nicht. Oh! Aber eine schöne Heilung jetzt. Das war jetzt nicht so viel, aber es ist trotzdem ein Dreierbonus und alles geht auch bis anderes dazu. Natürlich ist nett. Ja, nicht mal 1000, aber hey, was soll's. War trotzdem okay. Siegel der Vernunft nicht auf mich. Ah, vielleicht aber. Hätte man nicht abwehren müssen. War Verschwendung. Das habe ich gerade nicht gecheckt, dass ich angegriffen wurde, deswegen habe ich nicht reagiert. Ah ja. 7. Müsste jetzt doch andere machen. Zweiter Mal, 2 bis 7 Reihe. Ist auch noch. Hätte es ja bis 8 werden können. Ich reagiert früher, aber naja, was soll's. Macht auch viel aus, meine Zeit dafür hat, das umzuwechseln hier, ne? Gesamtverteidigungsschaden, aufgehobenen Schaden, annullierten Schaden. Oh, Fachwort. Schattenschwarm. Ja, da war ja was. Wir spielen Verwirrungsminuett. Und diesen hier. 77557. Schade. Hätte fast zufällig nur eine Sie. Also wäre fast 5 geworden. Aber nur fast. Fast reicht halt nicht. Ich hatte Combo. 8 und 7. Ist okay. Sie hat zu viel Wasserattacken. Ich wäre so gut gegen den Typen, aber kriegt keine Waffen gerade in dem Kampf. Auch nervig. Au. Heilung für Kalas. Ja, auch keine Angriffe gerade. Das ist schlimm. Puh. Zack, zack. 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 Ah. Wisst ihr, was total doof ist? Ich muss gleich eine unplanmäßige Pipi-Pause einlegen. Hatte ich gerade. Ich dachte, ich wäre in der Defensive gerade. Scheiße, war ich nicht. Ah ja, klar. Ja, Nukashi, vielen Dank. Trink gleich was. Fiesling. Echt jetzt. So. Aber ich kann auch gar nicht Pause drücken. Hä? Ich kann nicht Pause drücken im Kampf? Was? Aber keine Angst, ich habe die Schadensberechnung. Ja, ja, schon klar, weiß ich doch. So. Jetzt kurzes Päuschen. Ich trinke noch ganz fix was für Nukashi und dann verschwinde ich ganz kurz und bin gleich wieder da, okay? Mhm. Das gibt's ja ein Unglück! Uah.